Hallo Aktienfreunde, jetzt im Wachstumscheck Fresenius. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann auch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus Deutschland und ist in der Gesundheitsbranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 3,2%. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium, wie hoch ist das Gewinnwachstum pro Jahr? Und in den letzten 5 Jahren ist der Gewinn im Durchschnitt pro Jahr um ca. 3% gesunken und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 10 Jahre, der liegt bei plus 5% und hier vergebe ich insgesamt einen Minuspunkt von 2 möglichen Pluspunkten. Dann zum Cashflow-Wachstum pro Jahr und der Cashflow ist in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt pro Jahr um ca. 3% nach oben gegangen und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 10 Jahre, der liegt bei 6% und hier gibt es von mir einen halben Punkt. Dann kommen wir zum Umsatzwachstum pro Jahr. Und der Umsatz, der ist in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt pro Jahr um ca. 5% angestiegen und auch dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 10 Jahre, der liegt bei 8% und hier gibt es von mir erneut einen halben Punkt. Dann kommen wir zum prognostizierten Gewinnwachstum pro Jahr. Und laut den aktuellen Analystenschätzungen soll der Gewinn zwischen 2022 und 2026 durchschnittlich pro Jahr um 13% ansteigen. Und dieser Wert ist stärker als der Wert der letzten 5 Jahre. Der liegt bei minus 3%, wie wir beim ersten Kriterium sehen. Und hier gibt es von mir 1,5 Punkte. Dann kommen wir zum prognostizierten Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und laut den aktuellen Analystenprognosen soll der Cashflow zwischen 2022 und 2026 durchschnittlich pro Jahr um 2% nach oben gehen. Und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 5 Jahre. Wie wir hier beim zweiten Kriterium sehen. Und hier gibt es von mir insgesamt keinen Punkt. Und dann kommen wir noch zum prognostizierten Umsatzwachstum pro Jahr. Und laut den aktuellen Analystenschätzungen soll der Umsatz zwischen 2022 und 2026 im Durchschnitt pro Jahr um 4% ansteigen. Und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir hier beim dritten Kriterium sehen. Und hier vergebe ich insgesamt einen halben Punkt. Dann kommen wir noch zum Schuldenwachstum in den letzten 10 Jahren. Und hier hat sich die Schuldenquote unterm Strich von 59% auf 58% ganz leicht verbessert, ist aber im Großen und Ganzen unterm Strich circa gleich geblieben also. Und hier vergebe ich insgesamt einen halben Punkt. Dann kommen wir zum Gesamtergebnis und hier holt Fresenius in meinem Wachstumscheck insgesamt unterm Strich 2,5 Punkte von 13 maximal möglichen Punkten und in meiner Wachstumscheck-Ampel landet die Aktie damit auf der 4. Stufe. Hat allerdings die drittbeste Stufe damit nur knapp verfehlt. So, dann kommen wir jetzt noch zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2023 bei meinem Wachstumscheck. Und hier landet Fresenius momentan mit den 2,5 erreichten Punkten hier auf dem 16. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr es seht, kommt ihr übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder und wenn ihr euch dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr auch dazu einen direkten Link unter dem Video. So, dann jetzt in der Grafik, seht ihr mal zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Das ist ca. Ende Juli 2023 und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir erkennen, dass aktueller Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war's dann noch wieder mal mit diesem Video und zum Schluss der Hinweis. Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.